Und willkommen zurück zu Total War Rome 2 mit dem Volk des Syrakus. Tja, erstmal muss ich mich entschuldigen, dass in den letzten paar Tagen keine Folge kam. Oder keine Folgen. Denn ich hatte einfach, persönlich ist einfach zu viel zu tun, um was machen zu können. Deshalb, ich entschuldige mich jetzt einfach dafür und habe jetzt auch in der nächsten Woche so viel Zeit, dass vielleicht in den nächsten Tagen schon ein zweites Projekt kommen wird. Das wird sich, also auf dem Kanal ist es schon zu sehen, um was es sich vermutlich handeln wird. Es ist nicht dieses Projekt mit Codename Caesar, sondern es wird eine Kampagne zu Empire Total War geben. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig mit der Ausführung. Da wird es auf jeden Fall eine Fraktion sein, die nicht so auf Kolonialbesitz bezogen ist, wo man erstmal eben die Macht in Europa klarstellen muss. Also nicht England, nicht Frankreich, nicht Spanien. Das kann ich schon mal voraussagen. Da wird es entweder so Polen oder Österreich oder Preußen fällt da auch rein. Preußen ist momentan das Wahrscheinlichste, obwohl es das auch schon gibt. Aber ich denke mal, wenn man es nicht probiert, dann kann es auch gar nichts werden. Aber erstmal sind wir hier ungefähr 200, ungefähr 1000, zwischen 1800. Nein, 1964 Jahre in der Vergangenheit und dem. Jetzt habe ich totale Sprachhemmung. Was ist los? Ich erwarte eure Befehle. So, in der letzten Folge haben wir, also in der letzten Aufnahme habe ich Karadis erobert und in der zweiten Folge nichts gemacht. Da habe ich übrigens irgendwas mit, dass ich gesagt, dass ich irgendwas zur Fußball-WM sagen will, und das muss ich jetzt widerrufen, denn ich habe einfach, was soll ich jetzt sagen, ich komme einfach nicht dazu, das dann aufzunehmen, weil ich gucke mir eigentlich jedes Spiel, also wirklich jedes Spiel an. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch USA gegen Belgien angeguckt, bis in die Verlängerung. Ich gucke mir auch Spiele bis um 1:30 an, bis ins Elfmeterschießen. Ich setze mich nicht um 1:30 dann noch hin und machen eine Analyse zu allen Spielen. Das kann ich am nächsten Tag auch machen. Aber da ist es dann ein bisschen schwer, sich an einige Situationen zu erinnern. Ja. Trotzdem, irgendwann wird noch was zu Fußball, wenn es nur Bundesliga oder Champions League ist, kommen. Das will ich auf jeden Fall einbauen. Zu euren Gucken wir jetzt aber mal, was wir hier haben. Ich erinnere mich, wir haben noch Brundisium eingenommen. Was? In der ersten Folge habe ich den Titel total falsch geschrieben, vielleicht. Ich habe mich nur daran erinnert, dass wir so hier nichts erobert haben, aber das hier tatsächlich, die Magna Graecia, wollen wir Erfolg kriegen, indem wir hier so ein bisschen tricksen, und zwar indem wir die Römer, indem wir den Römern hier Streich machen, indem wir hier Rebellionen vielleicht auslösen, oder indem einfach, und diesem haben wir uns zugeholt, dass hier die, dass hier Epirus übergesetzt war, und wir sind einfach schnurstracks durchmarschiert und haben uns Brundisium geschnappt. Entschuldigung. Ja. Was machst du hier? Ja, ich denke mal, Brundisium ist erstmal ein paar Sachen ändern. Dafür brauchen wir aber erstmal das nötige Geld, und dafür müssen wir in die nächste Runde. Die Römer schippern wieder mal durchs Mittelmeer und verlegen Armeen. Nur, falls die Frage aufkommen sollte, wieso ich die Magna Graecia nicht militärisch erobere, ganz einfach, nämlich solange in Magna Graecia eine römische Armee steht, und die hat man ja gesehen, die ist schon gut gefüllt mit Einheiten, und man sollte sich gerade als griechische Fraktion, die, Speerinfanteristen ins Feld führt, oh, die haben Ariminum eingenommen, die Römer,
zurück zur Erklärung. Wenn man als gerade als griechische Fraktion einen Haufen Speerinfanterie ins Feld führt, die sind halt schwächer wie Ruhm, Reichtum und ein Platz in der Geschichte. Ja, gerne. Da gibt man halt fast so viel Geld, wie ich einnehme. Also ich habe fast doppelt jetzt. Wieder zurück zur Erklärung, ich bin dauernd abgehalten. Nämlich Speerinfanterie ist ja normaler Infanterie, wie es die Römer ja in zu Massen und quasi in unverschämter Stärke ins Feld führen können. Schon abgeschlossen, Baubisten, schön. Sieht man die Armee? Nein, die sind da der neuen Einheit. Das sind bestimmt die drei mindestens. Die drei oder die vier Hastati-Einheiten. Und wenn ich mich mit der Armee jetzt daran wage, gehe ich da unter. Weil die hier, die haben keine Chance. Da würden zwei Hastati, die würden diese Einheit, aber diese Einheiten aufräumen. Das ist eine Sache von nicht empfehlenswert bis unmöglich, eine ohne römische Armee dann zu besiegen. Und ich sehe, dann ist das ganze Geld dafür schon wieder ausgegeben. Wichtig ist, dass die Magna Graecia ruhig bleibt. Wir müssen jetzt irgendwas im Bereich Steuern, im Bereich Wirtschaft erforschen. Das haben wir hier an Form meiner Reihe, das will ich nicht unbedingt. Das scheint 5-2% Wohlstand durch Landwirtschaft. Ach, das sind die ganzen Gebäude im Gelben, also habe ich sie irgendwo? Nee, habe ich nicht. Nein. Das sind die im Gelben wird. Was mache ich? Das sind ja die im Gelben. Bei denen, wenn man eben den öffentlichen Platz baut, da kann man das Amphitheater und das Gasthaus bauen. Hier gibt es die mit das mit Steuern. Das forschen wir mal in die Richtung. Der hat noch keine Auswirkung. Die mich mal ganz kurz. Das heißt hier Odeon. Also das Theater. Das ist bei den Römern ja das Amphitheater. Aufgebrachte Bevölkerung. Magna Graecia. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wir hungern nach einer Schlacht. Ja, ich sollte demnächst nicht unbedingt eine bekommen. Ist nicht geplant. Deshalb ist es auch klar, dass die Römer ja schnell mit den Etruskern aufräumen, weil die das mein komischerweise König nicht. Steht euch zur Verfügung. Kann ich nicht ausspielen hier? Schneller als Hellas. Ah, jetzt. Weil man sieht hier, hier sind schon mal drei italische Speerkämpfer dabei. Man sieht, es ist schwere Speerinfanterie, das macht aber nichts, denn die Hassad ist auch schwere Nahkampfinfanterie und mal so eine Armee, die gleich ist. Und hier. Okay, warte nochmal. Ich hatte mich da mit einem unterhalten, dass die ziemlich stark sind. So diese Adelskavallerie, die sind tatsächlich verdammt stark. Die haben Nahkampfangriff 18 und die haben mal dezent 79. Die haben 38. Okay. Eine Armee, die gleich aufgestellt ist, also tatsächlich die gleichen Werte oder so hätte, da wären außer diese Spendfutteristen durch Hastati tauschen, da würde die würden diese Armee besiegen. Tatsächlich. Da bin ich mir nicht sicher, was es mit der Kavallerie ist, denn die Kavallerie könnte dann die Hastati angreifen, weil gegen Nahkampfkavallerie ist ja gegen normale Nahkampfinfanterie stark. Deswegen. Ist auch blöd, wenn man gegen griechische Fraktionen kämpft, weil die halt sehr viel Speerinfanterie ins Feld führen, mit Kavallerie anzukommen. Das heißt, so Flankengriff ist extrem schwer. So, die kann man, da kann man höchstens reinbrechen, kurz, das ist eigentlich nur zum Moralbrechen da, so von der Flanke oder von hinten rein und dann ist schon wieder fertig. Oh. Mein Handy macht ja signalisiert gerade noch 20%. Ich hoffe, dass es noch durchhält für den Timer. Es gibt eigentlich jetzt nichts mehr zu tun. Das wird alles umgebaut, das wird abgerissen. Da müssen wir in der nächsten Runde irgendwas Neues draufstellen. Ich muss nur mal gucken. Irgendwie wird es besser mit der Präsenz, also die Stabilität der Provinz, -1 per Runde. Gebäudeverarmung. Also dieses Elendsviertel, das bringt ja einen Haufen. -6 öffentliche Ordnung. Ja, und -6 Nahrung, das erklärt, warum uns das, dass die Schwerter so schlecht sind, weil die waren bestimmt höher.
meine ich zumindest. Ja, das wird am Anfang ziemlich blöd. Am Anfang macht es ja wirklich keinen Unterschied, ob man das ein anhat oder nicht, eben dass es sich bewegt. Oh. Das, oh nein. Tja, könnte es sein, dass wir tatsächlich unsere erste Schlacht spielen. Das ist gewinnbar. Was haben wir hier? Normal. Zwei normale Hoplite. Publiken Bürger. Wir haben Söldner. Söldner Kavaler. Ah, Söldner Kavaler. Offenspeer. Fernkampfinfanteristen. Tja, die müssen wir spielen.